Na, heute mal was zu Genen. Also, viele Leute heutzutage, ja, also die meisten Leute sterben ja an Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Krebserkrankung. Und viele Leute, die so eine Krankheit haben oder die sagen, ja, es liegt an meinen Genen. Und dann, das sagt dann auch deren Doktor, ne, weil dann sieht man, oh, dein Opa, der hat das auch schon und oh, und den sein Vater auch, ne? Und ja, dann könnte man natürlich denken, aha, ja, es ist Genetik, kann man nichts machen, verkackt. Aber das ist natürlich Blödsinn, denn so funktioniert es nicht. Es funktioniert eher so, ist jetzt stark vereinfacht, kann man sich so vorstellen wie ein Raum mit ganz vielen Lichtschaltern, ja? Den bekommst du geerbt, ne? Deine Eltern, die vererben dir ein Haus mit ganz vielen Lichtschaltern drin. Und diese Lichtschalter, ja, diese genetischen Veranlagungen, die machen sich aber nicht von selber an und aus. Die muss man schon selber an und ausmachen. Und das macht man ganz einfach mit seinem Lebensstil, ja, wie man sein Leben lebt. Davon hängt das ab, ob die an- oder ausgemacht werden. Ja, ein einfaches Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Dein Opa ist an Lungenkrebs gestorben, dein Vater hat Lungenkrebs, ja, und dann könntest du ja selber meinen, oh, ich bekomme auch Lungenkrebs. Aber das hängt natürlich davon ab, ob du rauchst oder nicht, ob den Schalter anmachst oder halt nicht anmachst, ja. Und so nutzen ganz viele Leute das als Ausrede, ja. Und das trifft nicht nur auf Lungenkrebs zu oder auf Krebserkrankungen zu, sondern auch ganz stark natürlich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Herzinfarkt und Schlaganfall ist eigentlich eh das gleiche an unterschiedlichen Orten, aber vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video. Und das hängt natürlich davon ab, was ihr esst, denn ja, es ist mittlerweile schon allgemeiner Konsens, dass halt das davon abhängt, dass man zu viel Fett isst und dass das halt sehr schlecht sich auf die Arterien auswirkt, was dann letztendlich zum Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Ja, aber darum soll es ja jetzt gar nicht so genau gehen, sondern einfach nur Genetik. Deswegen lebt euer Leben gut, dann macht ihr die Schalter für so Sachen auch nicht an. Ne? Nochmal ganz kurz, natürlich gibt es auch genetische Krankheiten und angeborene Defekte, ne? So wie zum Beispiel Marfan-Syndrom oder ein angeborener Herzfehler, ne? Sowas, das hat nichts mit diesen Schaltern zu tun, ne? Das ist eine andere Ebene. Da spreche ich jetzt gar nicht von, dass das irgendwie davon abhängt, wie du dein Leben führst. Aber bei dem, woran die meisten Leute halt krank werden und sterben, das hängt davon ab, welchen Schalter du anmachst oder nicht. Deswegen leb ein gutes Leben, beweg dich vielleicht ein bisschen, hab eine gute Einstellung. Und ist wenig Fett und einfach wenig Ziele, dann bist schon gut dabei. Easy.